bin von Hause aus germanistische Linguistin, Politologin und habe einen MBA gemacht, sodass ich über Zahlen und Buchstaben verfüge, als Rüstzeug für die IR-Arbeit. Mein Name ist Anke Linnartz. Ich bin Vice President Investor Relations bei der Grenke AG in Baden-Baden. Die Investor Relations Arbeit verlangt vor allen Dingen einen kühlen Kopf, weil wir ja nicht Marketing machen. Wir werben nicht um die Dinge, sondern wir informieren über Sachverhalte. Wir geben Lesarten auf Situationen und ordnen ein. Unter Einbeziehung historischer Zahlen, künftiger Zahlen, der Strategie und der handelnden Personen. Investor Relations Arbeit besteht im Wesentlichen aus Zahlen und Buchstaben. Geschäftsjahreszahlen, Quartalszahlen und die Buchstaben, repräsentant hier in meinem Bild für die Sprache, für die Kommunikation, nämlich für den Quartalsbericht, den wir schreiben, den Geschäftsbericht, für die Präsentation, letztlich für jede Pressemitteilung. Sprache schafft Bewusstsein und wie wir sprachlich auf Sachverhalte zugreifen, das schafft Vertrauen. Und heutzutage müssen die Entscheidungen schnell fallen. Und wenn man sagt, es passt, dann ist man bereit zu vertrauen. Und wer Vertrauen hat, kauft auch die Aktie. Der Nachwuchs ist überall gefragt. Und es ist schwierig, jemanden zu finden, der wirklich passt. Die finde ich im Dirk. Und man gewinnt Profis, die vielleicht sogar durch den Dirk ausgebildet wurden, ist für jedes Unternehmen ein Gewinn. Dirk und Investor Relations, das ist für mich Kommunikation mit dem Kapitalmarkt.